So, hallo, willkommen zurück. So, wir spielen Super Bomberman 2. Steuerung da. Bam. Bam. Ich glaube, hier sind irgendwelche Gegner, wenn ich mich nicht komplett irre. Da sind dann aber diese so welche Steinroboter. Ich will jetzt aber auch nicht in die reinlaufen. Ah! Böse, böse. Die verstecken sich hier und ich bin viel zu schnell für meine Steuerung. Pac-Man? Oh fuck. Sollte doch lieber ein bisschen intelligenter anfangen. Die, pinker Pac-Man. Hey, Steinmacher. Die. Oh nein, pinker Pac-Man. Oh nein. Pinker Pac-Man, die. Eins, zwei. Hopp. Ein Mann, der schneller wird. Oh nein. Nee. Okay, cool. Gucken wir, was haben wir denn hier noch drin? Vielleicht finden wir ein ganz neues Item. Können wir durch unsere Bomben? Nee, noch nicht. So, besser so, vielleicht aber kick mich. Kick mich wäre toll. Weil kick mich, kick dich. Hahaha. So, 4-2. Stimmt. Kann man nicht töten. Hilfe, ich habe Angst. Ich bin viel zu schnell. Ich hasse es, viel zu schnell zu sein. Obwohl, ich kann hier einfach durch. Mein Gott, bin ich. Ich bin auch so bedeppert. Guck mal, was kommt hier noch so alles? Schlimme, jetzt in diesem Level, in so welchen Level, muss man hier alle Steine so oder so aufmachen, weil man weiß ja nie, ob da Gegner drunter sind. So, jetzt tuckern wir mal hier weg. Aber hier wird bestimmt irgendwo ein Gegner sein. Ah, ne, nur ein Feuer. Anscheinend. Aha, ein Gegner. Okay. Kommt hier noch ein Gegner? Ja, da haben wir noch. Ja. Oh, great. Stirb. Geht doch. Eins, zwei, ja. Oh nein, das ist jetzt auch wieder aus, ey. Eieieiei, da, so welche Level, die sind schon eklig. Eklig, eklig, eklig. Sonst, wenn man im Hintergrund noch verwirrt wird, weil da auch noch so schwebende Plattformen sind. So zum Beispiel, hey, guck mal, das ist der nächste Level, guck ihn dir an. Njam, 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 lecker Kaffee. Ein Herz, immer gerne genommen. Ja, eine rote Bombe. Stirb. Ich mag dich nicht. Noch was hier? Nein. Heißt, wir können weiter. Das ist schöne Musik. Ja. Damit haben wir hier auch alle aktiviert und hier kommen bestimmt Sachen raus. Irgendwann. Wundert mich gerade ein bisschen. Ah, nur ein Rollschuh. Mein Gott, noch schneller. Gut, dass das nicht mehr geht, ey. Schon schlimm genug, dass wir jetzt schon so schnell sind hier. Mr. Eimann. Oh, noch ein Herzchen. Jam, 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 jam. Ich glaube, die stacken nicht. Das heißt, super. Stacken nicht, dass man die öfters zählt. Wo ist er hin? Ah, ja, Mann. Das heißt, wir können uns jetzt trotzdem nicht treffen lassen, obwohl wir 10 Herzchen auf Koma haben. Okay, cool. Gut, wieder toll, wenn wir jetzt, da wir 2 Herzchen haben, 2 Treffer haben, aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Das geht, glaube ich, nur in späteren Bombermans, die mal dann so nett waren. Oh, ich glaube, das kenne ich. Man darf oben die komische Treppe da nicht kaputt machen, weil da ist Leben versteckt. Nehme ich nicht komplett irre.
Ja, tot. Was nun davon? Kommt hier noch ein Gegner? Ja. Oh, eine Bombe. Ich mag die aber nicht. Warte mal, habe ich nicht in der Hand? Jo, da ist das Leben. Kleinen Bomberman sind die Leben hier. Haben wir vielleicht hier irgendwo noch Punkte oder so? Einen leckeren Apfel oder so? Nee. Und da oben die Football-Bombe, wie ich sie gerne immer nenne, nehme ich nicht. Mag ich nicht. Weil ich lieber eine Time-Bombe. Und ein Hoch auf die Hand, dass man hier auf die anderen Plattformen werfen kann. Yay. So. Kommt da irgendwas? Nein. Jetzt vielleicht? Ein Eggman. Da, Eggman. Wie der sich da versteckt hat, ey. Intelligent. Genau was kommt? Oh cool, ich erpick mich sogar. Ja, ob das die Leute hier auch noch trifft? Nee, komm nicht, ich weiß es nicht. Nee. Trifft die Leute nicht mehr hier. Schade, Bomberman 1 war da viel cooler. Konnte man sich so immer einen Treffer schon abstauen, mit dem man die einfach mal angekickt hat und dann explodieren gelassen hat, und dann war eh alles vorbei. Die Treppe geht bestimmt auch kaputt, wenn wir sie kaputt feuern. Boom! Genau so. Und nicht anders. Oh, da ist. Es gibt schon mal keinen anderen Gegner mehr. Huh. How interesting. Heißt, was müssen wir hier oben machen? Aha, wenn er hinter uns ist, dann schnell rüber flüchten. Ich glaube, der killt uns nur, wenn er uns zerquetscht oder so. Oder er schiebt uns da runter. Hey, ein Lehm. Ob es hier auch noch ein Herz gibt? Und noch ein Lehm! Und noch ein Lehm! Oioioioioi! Die geizten hier gar nicht mit Leben in diesem Level hier. Ich glaube hier, so, wenn man das so machen würde, würde man die Treppe kaputt machen. Deshalb soll man das nicht machen. Dann lieber die drei Leben abstauben. Yay! So, und weiter geht's. Eieieiei. Wir rushen hier aber auch durch. Ja gut, wen wundert's mit der Time-Bomb. Muss man nicht immer 10 Sekunden warten, bis die Bombe explodiert, so ungefähr. Springen wir mal immer ein bisschen weiter auf dahin. Vielleicht kommen ja noch Gegner raus, wie der da. Ah, ne, alles okay hier. Das sieht ja aber interessant hier aus. Okay, explodieren wir mal hier alles. Jetzt haben wir den gekillt. So, jetzt den nächsten hier. Okay, sauber. Da, 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 gehen wir weiter. Und Bomberman freut sich. Yippie! Hehe. 4-7. Ja, Bomb. Boss schon, ne? Und ich glaube hier, der hat die geilste Maschine überhaupt. Das ist nämlich ein großer Bomberman, wenn ich mich nicht irre, nämlich. Und seine Bomben kenne ich mal gar nicht. Oh. So billig, dass das schon da reingeht. Mit seinen eigenen Bomben. Okay. Wie cool war das denn? Er hat eine Bombe, die nur ein Feuer groß ist. Bleibt da selber drinnen stehen. Trifft sich somit das erste Mal. Und dann habe ich ihn nur zweimal getroffen. Ey, hallo, we lame. Dafür, dass das schon der vierte Boss ist? Ja, der vierte?
vorletzte Boss. Naja, jetzt kommt eh der geilste überhaupt, die geilste Maschine. Ich glaube, das ist der große Bomberman. Yay! Hier sieht so sweet aus. Ein gestreiftes Hemd trägt. Und wie leicht wir ihn doch fertig machen. Immer diese Mango. Wie, guck mal, eine große Bombe und tot ist er. Wow. Dass er noch selber in seine eigene Bombe läuft und sich killt. Ach, das hast du davon, du komischer Phantomtyp. Nur sein Cape ist da geblieben. Was sollen wir nur tun? Ich hab so Angst. Winning Tune, yay! Ja, damit haben wir auch das letzte zerstört und sind jetzt im Kern, in der Hauptbasis. Vom Typen, der einen Schal trägt, der im Wind weht. Awesome! Pause! Wow, Licht aus. So. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Part. Bis dann, tschüss!